deshalb stelle ich diese Beiträge jetzt noch nicht oder auch nicht oder zur Verfügung, weil ich das noch einmal gemütsmäßig bedenken muss, wie weit man gehen darf. Das heißt ja, kein Mensch sollte über ein ganzes Kollektiv von anderen Menschen ein strenges oder negatives Gesamturteil fällen, sondern dieses ist ja beizutragen, den Fehler zu erkennen, den Preis zu geben, ganz gut mit wenigen Worten und eine Lösung oder Verbesserung zu vorschlagen. Und das ist mir leider nicht gelungen. Weil ich hatte einfach mal Träume heute die ganze Nacht zerstört. Manchmal denke ich, ich sterbe dabei. Ich kann dann aus dem Traum nicht heraus, weil er mich so fesselt. Und komme nicht zum richtigen Erwachen, weil mich der Traum so fesselt. Das war auch sogar manchmal so lang. Dann, wenn ich vormittags, so wie jetzt, da muss ich mich erst fassen, dass ich dieses Traumgeschehen dann zu einem Teil herüberholen kann, dass es zu einem konstruktiven Denken kann, hinführt. Das ist ja das. Manche Dinge muss man wieder zurückhalten oder wieder verwerfen, wenn auch sehr viel Wahres dran ist. Es ist nicht leicht. Die Instanzierung des Geistes ist von der Natur so vorgesehen, also diese Geistsplitter werden geteilt in Schalen und Schichtformen, in sagen wir so etwas Ähnliches wie ein in mehreren Schichten etwas Schizophrenes, Aufsplitten des Geistes während des Träumens. Also wenn man nicht die Träume einteilt in REM und was es sich in diese, also wie sich das nur körperlich, also von der Physiologie her preisgibt, sondern in welche gestaltmetamorphosischen Übergänge das Traumgeschehen abläuft und von der Nützlichkeit, das heißt vom Lebenssinn, von dem der Träumen ja die verfügt wird, nachspürt, dann ergibt sich da manchmal eine neue Sichtweise. Du musst dann denken, ein Mensch, der tagüber in unserer materialistischen, also rationalisierten Weg sich so zufrieden sein muss, einen Ausgang finden muss, der Arme, der steht in der Früh etwas schwer auf, er kann sich nicht wirklich Behaglichkeit oft leisten in der Früh, Kaffee ja. Und ein blauer Kind und ein steigender Katze, sondern das macht man im Dachwohnzimmer und wartet auf seine monotone Arbeitszeit. 8-9 Stunden, immer den gleichen Angriff, Lärm, laut, alles grauslich, Luft beißen, Arbeitskollegen genauso krank und sein ebenso. Dann muss er eigentlich, wenn er keine Sozialbindungen hat, familiär, keine Liebe, keine Oma, kein Kind, kein Nachwuchs, keine Frau, die wirklich liebt. Und keine Zärtlichkeit, keine Behaglichkeit. Da muss er sehr ein zufriedener Mensch sein. Und das muss er eben irgendwie Unbehaglichkeit, was die Sinnerfüllung hebt. Wohlbehaglichkeit Anklang geben. Und da braucht er jetzt einen Ausgleich, den er in der Traumwelt während des Schlafens so
Es sieht manchmal auch sehr mächtige Warnzeichen. Also wo er so niedergeschlagen ist von einem Traum, was ihn dazu bewegen kann, sein ganzes Leben zu überdenken und anders anzusetzen. Verstehst? Als ich überfordert war, war 7 Jahre, da begann plötzlich in der Traumwelt und ich verstärkte das noch durch ein bisschen auf Putschmittel und Alkohol. Kurzum, eine Welt sich aufzutun, wo der ganze Sinn des Lebens sich in der Traumwelt plötzlich abspielte. Und tagsüber war ich dann sehr niedergeschlagen und konnte die Leistung nicht mehr so bringen. Das heißt, wenn man wirklich defrustriert ist, wenn man wirklich die Männlichkeit einbüßt, dass der Geschlechtstrieb und alles zurückgeht und sich abstellt und dass der Kreislauf so beeinträchtigt ist, dass man wie tot ist, also in dieser Winterschlafphase. Und wenn man dauernd dann in der Absicht zu gehen beginnt, wenn man sich wirklich unbehaglich fühlt und Panikattacken kriegt, Schweißausbrüche, kalte, dann kann man sagen, der Sinn des Lebens ist ja schon eher dann im Traumgeschehen, im Tagträumen oder in den nächtlichen Dingen. Und dann würden sich da durch diese Aufspaltung der Ebenen, der Ansichten, der Perspektiven, die in der Traumwelt erschlossen werden, neben diesen schönen Träumen, also wo die Wünsche, die sich da verlangen, wenigstens geistig in der Vorstellungswelt erfüllt wird, gibt es auch Wahnträume, Albträume, die einen da niederschlagen. Das ist sehr wichtig, das ist eine wichtige Funktion des Traumes. Und da muss man in der Psychiatrie sehr Acht geben, dass man das nicht durch Psychopharmaka so erdrückt, dass der Mensch als Gesamtheit da ratlos und geistlos wird, sondern dieser Wahntraum, der Albtraum, so ist es sehr wichtig, dass mehrere Jahrtausende als sehr wichtig beschrieben worden. Denken wir an das Alte Testament, wo es von den Königen, von den großen Herrschaften heißt: Ich hatte einen Traum, er war sehr wichtig für mich, bitte deute mir. Und als sie nicht deuten konnten, da hat er gesagt: Ich misstraue dir, du nimmst meine Träume nicht ernst, du denkst wenig nach, du spürst nicht nach, du ahnst nicht mit der ganzen Intention. Bevor du überhaupt antreten darfst, meine Träume zu deuten, musst du mir beweisen, dass du dazu imstande bist. Also sag mir nicht die Interpretation des Traums, sondern den Traum selber. Da verlangt die hoheitliche Majestät sozusagen als Präkondition von der sogenannten Geisteswelt, dem Zeitlosen, einmal mit aller Kraft, mit aller Intention, die Ernsthaftigkeit der königlichen Vorstellungswelt in den Vordergrund zu stellen. Traum, die Bedeutung des Traums, also die Wichtigkeit. Das ist nicht schlecht. Was haltest du davon?